Gesetze, den Backwaren, sind dann eben Brot, Kuchen und so weiter. Und das können wir nun mit jedem Begriff machen. Jeden Begriff, wenn wir es nur begrifflich betrachten, also nur im begrifflichen Denken, dann haben offenbar diese Begriffe diese eigentümliche Eigenschaft, dass sie je nach Hinsicht ein einzelnes oder ein allgemeines sind. Interessanterweise hat das Aristoteles schon beschrieben. Und zwar ziemlich genau, indem er nämlich gesagt hat, wir können Arten von Gattungen unterscheiden. Und dasjenige, was eine Gattung ist, kann auch eine Art sein, wenn wir nämlich noch eine allgemeinere Gattung dazu finden. Oder dasjenige, was eine Art ist, kann auch eine Gattung sein, wenn wir noch etwas finden, was noch diese Art, in dieser Art noch spezifisch unterschieden werden kann. Art und Gattung sind bei Aristoteles bereits dasjenige, was ich hier als etwas Einzelnes und etwas Allgemeines, also wie eine Münze zwei Seiten hat. An ein und demselben Begriff hängen beide Seiten dran. Je nachdem, von wo man guckt, ist dieser Begriff ein Allgemeines, wenn er nämlich noch andere Begriffe umfasst, oder ein Einzelnes dann, wenn er von einem allgemeineren Begriff umfasst wird. Ja? Deswegen können wir also von Begriffen so etwas anstellen wie eine Innenbetrachtung oder eine Außenbetrachtung. In der Innenbetrachtung sehen wir den Begriff selbst als etwas Allgemeines an und dann gucken wir nach, welche einzelnen anderen Unterbegriffe er noch beinhaltet. Und in der Außenbetrachtung gucken wir uns an, mit welchen anderen Begriffen dieser Begriff korrespondiert und unter noch allgemeineren bekannt. Diese Tätigkeit ist nicht eindeutig, weswegen Kant schon darauf hinwies, dass das die reflektierende Urteilskraft ist, die dort tätig wird und die nicht eindeutig bestimmt ist. Aber wenn wir die Innenbetrachtung anstellen, ist das sicher auch nicht eindeutig bestimmt. Denn die einzelnen Begriffe, die wir dazu finden können, da können es sein, dass wir noch nicht alle kennen. Es können immer noch mehr sein. Also zum Beispiel Bäckerladen, wenn ich also vorschlage, vielleicht mal ein Brot zu backen aus Maismehl, Karottenmehl und Kartoffelmehl. Einfach mal ein Vorschlag. Ja. Dann hätten wir damit eine neue Brotsorte. Ne? Und das heißt, die Innenbetrachtung des Begriffes Brot ist offenbar noch nicht vollständig in einem Bäckerladen. Wir können immer noch weitere hinzufügen. Ja? So, und diese Eigenschaft, Begriffe, sind teuflisch. Denn wenn wir über Begriffe jetzt nachdenken und versuchen, sie zu bestimmen, dann können wir zu jedem Begriff versuchen, noch einen allgemeineren zu finden. Oder noch eine größere Vereinzelung vorzunehmen. Das heißt, wir können Relativierungen vornehmen im Sinne einer Verallgemeinerung oder im Sinne einer Vereinzelung. Und dann fragt sich, müsste das nicht auch irgendwann mal abstoppen? Ja, natürlich. Wann und wie stoppt das ab? Diese Frage möchte ich in Zusammenhang stellen mit der Frage oder mit der Behauptung, dass die Wissenschaft ja sicher als ein begründendes Unternehmen angesehen wird. Da wird man sich relativ schnell einigen. Aber wenn wir dann fragen, wie ist es denn mit den Begründungen der Begründungen? Die muss es ja auch geben. Und die Begründungen der Begründungen der Begründungen muss es auch geben. Da haben wir wieder so einen Regress zu fassen, der sich auch irgendwann mal zu einem Ende führen lassen müsste. Wir brauchen also Begründungsendpunkte. Von welcher Art könnten die sein? Sie müssten wohl so sein, dass es Vorstellungen in uns sind, die wir selber nicht mehr bezweifeln können. Wo wir einfach Überzeugung haben, dass es so ist. Diese Begründungsendpunkte nenne ich gerne mythogene Ideen. Übrigens, den Namen hat mein Lehrer Hübner mir vorgeschlagen.
habe lange Zeit immer wieder telefoniert und gesagt, Herr Hübner, wir müssen dieses Problem lösen. Wir müssen irgendwie das genauer bestimmen, diese Begründungsendpunkte. Mythogene Idee deshalb, weil in einer solchen Vorstellung Einzelnes und Allgemeines in einer Vorstellungseinheit zusammenfällt. Und dadurch ist genau das mythische Denken charakterisiert. Dass Einzelnes und Allgemeines in einer Vorstellungseinheit zusammenfällt. Also das, was ich hier trinke, das ist immer Dionysos. Von dem ich heute auch in Wedel viel erzählt habe. Das ist, da ist das Allgemeine, ist Dionysos natürlich, der steckt da drin, der berauscht nämlich. Und es ist natürlich auch ein Einzelnes, klar, aber das kann man nicht unterscheiden, im Mythos nicht. Es ist dasselbe, das fällt völlig zusammen. So, müsste es so sein, offenbar, dass die Begründungsendpunkte in den Wissenschaften von mythogenen Ideen geleistet werden. Wenn ich so etwas meinen Physikerfreunden erzähle, dann gehen die Luft und wollen es nicht glauben. Aber es ist trotzdem so. Stellen Sie sich vor, die Physiker haben einen bestimmten Raumbegriff, einen bestimmten Zeitbegriff und eine bestimmte Vorstellung von Naturgesetzlichkeit. Und das sind alles mythogene Ideen. Nämlich der eine Raum, der eine physikalische Raum, ist ein einer und trotzdem der allgemeinste. Alle physikalischen Räume finden in dem einen physikalischen Raum statt. Das ist eine mythogene Idee. Weil nämlich Einzelnes und Allgemeines in einer Vorstellungseinheit zusammenfällt. Es gibt keine zwei physikalischen Räume. Ja? Es gibt nur den einen. Und ist trotzdem der allgemeinste. Weil alles, was man immer in der Physik an Raumbetrachtung macht, in diesem einen enthalten ist. Ja? Dasselbe ist mit der Zeitvorstellung. Das ist die eine Zeit, in der alles physikalische Geschehen stattfindet. Die alles Geschehen mit sich reißt. Und es ist eine Zeit und trotzdem die allgemeinste, weil alles, alle anderen Zeiten, die man relativ dazu bestimmen kann, in ihr enthalten sind. Dasselbe mit der Naturgesetzlichkeit. Es ist eine Naturgesetzlichkeit, jedenfalls an der die Physiker immer noch glauben. Sie glauben aber. Sie sind davon überzeugt, dass alle Gesetze letztlich zusammengefasst werden können müssten in einer Naturgesetzlichkeit. Deswegen arbeiten sie so heftig daran, an der Grand Unification Theory, nicht? Die leider immer nicht gelingen will, weil die Gravitationstheorie mit der Quantentheorie sich so schlecht vereinigen lässt. Gut, ich habe allerhand Gründe dafür, warum das auch gar nicht nötig ist. Aber das ist ein anderes Feld. Der Glaube ist da. Nicht? Bei mir vielleicht nicht mehr ganz so. Was passiert mit den mythogenen Ideen? In dem Moment, wo jemand versucht, sie noch zu verallgemeinern, geht ihre orientierende Kraft verloren. Vielleicht ein Beispiel. Zur Zeit, als Kopernikus sich immerhin durchgesetzt hatte, war es die Sonne, die das, von dem alles Heilige ausging. Und vermutlich ist es da der tiefe Grund gewesen, warum Kopernikus das ptolemäische System abgelöst hat, durch seine Theorie des Heliozentrismus, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, nämlich weil er ja diese hermetischen Schriften gut kannte, des Hermes Trismegistos, die damals aufkamen und wo es ganz deutlich ist, dass Gott Vater mit der Sonne zu identifizieren ist und dass es dann unmöglich ist, dass die Sonne etwa um die Erde herumläuft, sondern unter dieser Vorstellung musste es so sein, dass die Erde sich um Gott Vater dreht und nicht umgekehrt. Es zeigte sich nämlich, dass die sogenannten Hyperzyklen, die er zur Beschreibung der Planetenbahnen braucht, bei Kopernikus noch mehr sind als bei Ptolemäus. Das liegt daran, dass es eben der gemeinsame Schwerpunkt ist und der liegt nicht im Mittelpunkt der Sonne. Ja, selbst bei Kepler spielt das dann eine große Rolle. Ja. Das sind alles durchaus spannende Sachen. So, die Sonne war das lebensspendende Zentrum und war eine mythogene Idee. So, und nun kommt der Giordano Bruno und sagt, na,